So, meine Lieben, da sind wir jetzt hier wieder in einem neuen Part von Mount & Blade 2 Bannerlords mit dem Eagle und mit dem Wolf, der sich jetzt hier in einer großen Schlacht wiederfindet gegen Vlandia mit seinen Sturgianischen Verbündeten. Und ich sag mal so, Sturgia wird diesen Krieg vermutlich auf Dauer nicht gewinnen können, aber wir können ihn zumindest noch maximal wehtun, den Vlandianern, und dafür sind wir jetzt hier. Was haben wir hier? Das Stahlbanner. Das können wir, also wir können uns hier aussuchen, welche Truppe wir anführen wollen. Verringerter erlittener Schaden durch Nahkampfangriffe. Das wäre natürlich naheliegend, das der Infanterie zu geben. Oder? Ja, eigentlich schon. Ja, ich würde halt sagen, wir sind beritten. Ich weiß halt nicht, was für Banner die anderen haben. Das ist so ein bisschen das Problem hier gerade. Wir sehen hier, wir haben hier eine ganze Menge an Leuten, die hier was machen können, aber... Na gut. Entweder führe ich die Infanterie an, das könnte ich machen, oder ich führe die... hier die Reiter. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Ja, ich glaube, ich bin beritten. Ich führe die Reiter tatsächlich an. Und zwar hier die 48 da. Führ die doch mal. So, was haben wir hier? Ah, okay, das sind jetzt hier ein paar Leute, die... sonst wie sich was entschieden haben. Ich kann da leider auch sonst nichts machen. Gut, egal. Ich würde sagen, auf geht's. So, Flanke rechts des Verbündeten. Stadtmitte? Was ist denn Stadtmitte? Hear me! Get moving! Achso, warte mal. Ich kann ja eigentlich auch Folgendes machen. Folgt mir einfach mal. On my flank! Ja, kommt mal mit, Jungs. Also ich glaube, Stadtmitte ist sehr unglücklich übersetzt. Die wollten Center schreiben, mit Sicherheit. Jungs, macht euch bereit! Move out! Face enemy! Turn! Hä? Okay, gut, warte mal. Das klappt jetzt so aber nicht. Warte. Das ist ja kompletter Bullshit. Hä? Die haben ja irgendwas am Set geändert. Kann das sein? Ah, hier. Kill them all! Ja, kill them all. Genau, das ist die Sache. Flankieren sollen wir. Jawohl, das machen wir. Ah, scheiße. Boah, fett raus aus dem Sattel, die Sau. Ja, schön in den Arsch. Yes! Oh, das war der Anführer. Darf ich bitte meinen Zweihänder haben? Danke. Kommt mal her, Jungs. Rein da! Aufgeben ist keine Option! Boah, Hilfe, Hilfe. Es ist gerade ein Leck-Festival. Lecco mio. Also, Lecco mio. Wow, bin ich lustig heute. Okay, okay, aber das sieht soweit gut aus. Zurückziehen sollen wir uns. Jetzt sollen wir wieder angreifen. Ja, was sollen wir denn machen? Engage! Engage! Wow. Die sind jetzt plötzlich aufgeploppt. WTF, was ist denn hier passiert? So, komm. Und ihr nochmal. Und fettes Rohr rein da. Jawohl. Na komm. Ja, so muss das sein. Scheiß Armbrustschützen. Schießen immer unsere Leute ab, wenn wir was machen wollen hier. Ja, so. Ja, der Zweihänder ist halt einfach geil. Und rein! Jawohl! Hackt sie in Stücke! Auf! Auf sie! Ja, es geht aber ganz schön auf die Gesundheit, der Spaß hier. Ach so, das ist der Spawnpoint! Jetzt verstehe ich überhaupt! So, deswegen ploppen die da aus dem Nichts auf. Na klar, sicher, weil das so funktioniert im Leben. Oh, Mann. Ist das assi? Ist ja nicht zu fassen.
Tut mir leid, Pferd, du stehst im Weg. Nix da, ihr kriegt mich nicht. Das könnt ihr knicken. Ah. Jetzt! Und rein! Und komm! Ja, der Zweihänder ist einfach der Shit, Freunde. Weil selbst wenn ich die Leute nicht direkt treffe, ich mache ihren Schild kaputt. Hear me. Put them down. Also rein da, Leute. Immer feste drauf. Ah, da ist noch ein Anführer. Ah, okay, da war ein Anführer. Und ab rein. Komm. Ah. Scheiß, scheiß Fernkämpfer. Ich hasse euch. Ah. Hilfe. Hilfe mit Ü. Ja, komm. Jetzt da rein. Und noch einer. Und noch einer. Jawohl, los geht's. Ja, aber wir müssen jetzt aufpassen, Alter. Wir kassieren ein bisschen zu hart. Ah, richtig schön aufs Maul gegeben. Jawohl. Und auch hier nochmal. Sehr gut. Ah, wir machen uns ganz ordentlich. Aber wir sind halt fast tot. Ne? Das ist auf Dauer sehr ungesund. Ah, scheiße. Daneben. Komm. Aber die kriegen wir noch. 17 habe ich noch. Au, 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 au. Ich sollte besser weggehen. Ich will jetzt hier nicht noch drauf gehen. Das wäre sehr unangenehm. Oh, Mann, 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 Mann. Ja, erstmal hinterm Schild verstecken ist vielleicht etwas besser. Aber okay, die Verstärkung kommt und das gewinnen wir. Ja, das gewinnen wir. Komm, rasiert sie! Jawohl! 27 Tote, das ist natürlich, das tut schon weh, aber es geht tatsächlich noch. Eieieiei, die haben wir jetzt aber lang gemacht. Das war jetzt trotzdem sehr, sehr wichtig, dass wir das geschafft haben. Aua, 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 aua. Also, ziemlich übel. So, hallo Sibir. Na, vielen Dank, dass ihr uns den Hals gerettet habt. Ja, ja, natürlich, immer gerne. Ja, du komm, du kannst gehen. Du kannst auch gehen. So, sturgianische Milizspeerträger. Ihr habt nicht zufällig irgendwelche Söldner oder sowas? Nee, sieht leider nicht danach aus. Ja, dann sortieren wir kurz nach Rang, nehmen da die wertvollsten Leute mal wieder mit. Bannerritter, oho. Cool. Wollte ich das so? Wen habe ich denn jetzt da mitgenommen? Ach so, okay. Nee, das passt eh. Das passt eh. Eieiei. Wen kann man rekrutieren? Ach, den Elite-Armbrustschützen. Na, das ist na super. Den rekrutieren wir. Den Rest können wir erstmal wieder upgraden. Wunderbar. Ich würde sagen, das passt eigentlich. Was haben wir denn hier alles? Visier über Kettenhaube. Ah, eine Glefe hätten wir da tatsächlich. Mal wieder. Ist die Frage, können wir die wem mitgeben? Der Baumeister. Der hat ein gezahntes Ritterschwert. Okay. Ist halt die Frage, ob das nicht tatsächlich besser wäre, wenn er so einen Teil hätte. Eine Einhandwaffe. Ja, das ist, glaube ich, besser. Dann, was haben wir hier sonst? Irgendwie Visierhelm über Kettenhaube? Nö. Der Schädelknacker? Der hat auch schon so einen Teil. Ja, wir nehmen den Rest jetzt einfach mal mit. Komm, können wir alles mitnehmen. So. Halt. Aua. Ich würde aber sagen, wir verlassen die Armee jetzt erstmal und gehen zurück nach Sibir, um nochmal Truppen zu sammeln. Das wäre jetzt nicht so scheiße. Das könnten wir durchaus jetzt brauchen. Ich meine, ich finde es ja schön, dass die auch mal Armeen ausheben hier bei Sturgia. Nein, das wollte ich gar nicht, aber wir können ja gleich mal den Recruitment-Type switchen. Ja, soweit. Soweit passt das alles. Ja gut, dann gehen wir mal auf Handel. Mal gucken, was die hier machen. Was man hier mitnehmen kann an Handelsgütern. Oder eher, was man verkaufen kann. So, gehen wir hier mal. Was ist das Knappenbanner? Ja, das können wir mal locken. Kühe,
Fell. Komm, alles weg damit. Zack. Gut, 21.000. Gehen wir mal kurz in die Schmiede. Wollen wir das mal anschauen, oder? Wie sieht's denn aus? Ach so. Ich werde noch Güter handeln müssen hier. Vielleicht haben die ein bisschen Kohle da. Oder sonst irgendwas. Weil da können wir ein paar Waffen einschmelzen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Mal kurz schauen hier. Hartholz für 8. Komm, wir nehmen erstmal das Hartholz mit. Dann Eisenerz brauchen wir erstmal gar nicht. Ne, Kohle habt ihr leider keine. Schade. Na gut, ist wurscht. Bezahlen wir und verkaufen wir an andere Stellen vielleicht hier sowas. Genau. Top. Dann gehen wir in die Schmiede. Schauen wir einfach mal. Ich meine, vielleicht können wir uns später, wenn wir Schmieden gut genug gelevelt haben, können wir uns da vielleicht eine Wunschwaffe quasi basteln. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt gehen wir mal kurz auf Einschmelzen hier. Schauen wir einfach mal. Was haben wir denn hier? Ein Breitschwert könnte man einschmelzen. Einfach ein Wurfspieß. Ach so, wir müssen ja erstmal Kohle machen, natürlich. Ah, wir haben jetzt hier 2 Hartholz mit zu 3 Kohle. Das ist auf jeden Fall ein deutlich besserer Deal. Ah, okay. Jetzt ist der Wolf wieder müde. Darf der Baumeister ran. Und jetzt darf sie nochmal. Oh, okay. Bist du jetzt müde? Na, du könntest, glaube ich, einmal noch theoretisch einschmelzen. So, hier. Schmelzt du mal das Ding hier ein. Okay, jetzt bist du fertig. Ja, dann kommt die Corain. Darf auch nochmal. Die darf ja auch nochmal ein bisschen was einschmelzen. Da können wir nach Ertrag gehen. Ja, nach Ertrag. Gehen wir erstmal. Diesem ganzen kleinen Scheiß, oder? Ah, obwohl, nee, das geht ja nicht. Dann machen wir doch das hier. So ein gezackter Feinstahlspeer. Jawohl. Sehr gut. Und jetzt hier nochmal die Weidenrinde und dann haben wir hier alles. Gut. Okay. Haben wir wieder alles Mögliche eingeschmolzen. Ist ja schon mal nicht schlecht. So. Dann können wir uns mal kurz um den Rest kümmern. Hier gehen wir kurz zum Tavernenbezirk. Wir holen uns Vorreiter-Veteranen. Wir verkaufen unsere Gefangenen. Und ja, dann gehen wir mal nach Varnovapol. Vielleicht können wir da noch irgendetwas verkaufen oder so. Ich meine, es geht tatsächlich. Also die Niederlage hat denen jetzt durchaus wehgetan, glaube ich. Also, das ist schon nicht schlecht. So. Jetzt mal hier. Handel. Was haben wir denn da? Was haben wir hier bei dem ganzen Kram? Da ist alles gelockt. Wunderbar. Pferdemäßig. Haben wir Herdenmalus? Haben wir tatsächlich, und zwar gar nicht so einen kleinen. Verkaufen wir mal Herdenviecher. Dann verkaufen wir hier noch was. Das sollte in Ordnung gehen. Haben wir hier irgendwas, was wir noch brauchen könnten? Alter, Hartholz ist ja hier sauteuer. Was zur Hölle? Nee, brauchen wir sonst nichts. Gut, dann gehen wir kurz nochmal zum Tavernenbezirk. Holen uns nochmal Vorreiter. Dann, ja, was könnten wir sonst noch machen? Geschmiedet haben wir jetzt gerade. Wir könnten ja ein wenig warten, bis der Wolf wieder Kräfte gesammelt hat. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Außerdem heilt er sich ja dann nochmal für Schmieden auf. Das ist sicher auch nicht so bad. So. Aber ich frage mich jetzt echt, was diese Bovan-Armee da, was die reißen soll. Ich habe keine Ahnung. Was haben die da geholt? Burg Vladiv haben die sich geholt. Was? Aua. Das ist nicht gut. So, 81. Was ist jetzt hier im Trupp? Schwertschwester und Schwertschwester-Veteranin können wir holen. Jawohl, nehmen wir gleich mal mit. So, jetzt warten wir mal nicht länger. Gehen wir nochmal zum Tavernenbezirk. Nochmal Karawanenwache. Alter, wir sind so kavallerieorientiert mittlerweile. Das ist echt nicht mehr normal. Egal. Dann schauen wir nochmal kurz in die Schmiede. Ah, wir sind ja schon wieder voll. Na, guck mal an. Das ging jetzt aber fix. So, okay. Gut. Dann zum Einschmelzen. Wir sortieren nach Ertrag.
Genau. Gut, du bist fertig. Und der nächste bitte. Das ist ja easy da mit der Einschmelzerei. Wir kriegen ja auch lauter Schmiedeteile dafür freigeschaltet. Das ist echt sehr, sehr praktisch. Okay, gut. Alles sehr, sehr schön. Da würde ich sagen, das hätten wir schon mal. Jetzt kann man noch mal kurz schauen, ob wir handeln können hier. Ja, doch, ein bisschen können wir noch mal handeln hier. Komm, da, was verkaufen wir? Hier irgendeinen Scheiß. Dann können wir noch mal im Tavernenbezirk hier jetzt gerade nicht, aber wir könnten noch mal hochgehen nach Sibir. Und dann müssen wir vielleicht noch mal zur Bovan-Armee dazustoßen, weil mit Sicherheit der Feind hier noch mal versuchen wird, einen Gegenschlag zu führen. Alter, wie, guckt euch das mal an, wie viel Kohle wir durch den Söldnervertrag bekommen. Das ist ja Hardcore. So, nochmal Handel. Ihr habt bestimmt auch wieder Zeug. Da, 13.000, na immerhin. Habt ihr hier noch irgendwas? Holz habt ihr dazu bekommen? Ne, habt ihr leider nicht. Schade, hätte ja sein können. Dann, ja, was können wir noch machen? Zum Tavernenbezirk, wir holen uns, oh, 9 Söldner, sehr, sehr geil. Dann gehen wir mal kurz hier zu diesem Dorf und kaufen alles Hartholz, was wir irgendwie kriegen können. Weil wir wissen ja, daraus kann man eine richtig schöne Sache machen. So, hier, Hartholz, her damit. Derweil verkaufen wir halt irgendeine andere Scheiße. So. Perfekt. Dankeschön. Dann gehen wir mal hier nach vorne, würde ich sagen. Ja, Tarkor ist leider schon geplündert. Wir können uns höchstens noch überlegen. Was haben wir hier bei Character? Eine Möglichkeit. Ah, zweihändig. Oh. Was haben wir hier? Schwertmeister. Plus 10% Schaden mit Zweihandwaffen. Plus 2% Angriffsgeschwindigkeit. Oder Vandale. Plus 25 Rüstungsdurchdringung mit euren Angriffen. Aha, plus 20% Schaden gegen zerstörbare Objekte. Das ist tatsächlich, glaube ich, deutlich besser. Weil Rüstungsdurchdringung betrifft ja alle Waffen. Das andere betrifft nur Zweihandwaffen. Und ich sag mal so, der Zweihänder reicht jetzt schon normalerweise, um gewisse Truppen zu one-shotten, wenn man sie denn mal ordentlich trifft. Deswegen nehmen wir das hier. Weil damit könnten wir dann zum Beispiel auch mal zur Not, wenn unser Sturmbock oder so kaputt geht, können wir ein Tor auch mit der quasi der bloßen Faust einkloppen. Das wäre auf jeden Fall deutlich besser. So, jetzt lass uns mal überlegen. Gehen wir nochmal... Gehen wir noch einmal nach Vanovapol? Komm, das machen wir nochmal. Wir gehen noch einmal runter und dann schauen wir mal, was wir da noch eventuell treiben. So. Können wir hier noch irgendwie Schmiede betreten? Nee, geht leider nicht. Wir sind alle schon wieder zu müde. Geht nicht. Dann, lass mal schauen. Zum Tavernenbezirk. Wir holen uns nochmal Karawanenwachen. Alles, was irgendwie Beine hat, wird jetzt hier genutzt. Dann gehen wir kurz nochmal ins Inventar und leveln unsere Truppen jetzt nochmal ein bisschen auf, weil... Muss ja dann doch mal ab und zu sein. So, hier, was haben wir alle? Was haben wir hier alles für einen Scheiß? Schaut euch den Mist hier an. Eieieiei. Komm hier, alles weg damit. Oh, sind wir schon beim Maximum? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ah, jetzt halt. So, keine Ahnung. Tun wir hier noch was dazu? Ja, jetzt sind wir drauf. Gut, gehen wir zum Trupp. Können wir die Leute upgraden? 15 Leute. Na, immerhin. So, machen wir hier aus Söldner Streitkolbenkämpfer. Und dann machen wir das gleich nochmal. Wir können das... Das ist ja das Schöne. Wir können hier wunderbar hochleveln, indem wir einfach unser Equipment an die Leute verteilen. Deswegen habe ich das auch so gemacht, dass wir das mit jedem Equipment machen können, weil das halt einfach wahnsinnig wertvoll ist für uns. Weil so können wir uns sehr, sehr schnell quasi High-End-Truppen zusammenziehen. Indem wir einfach das ganze erbeutete Equip verteilen. Das ist super. So, nochmal 9 Upgrades. Jawohl. Das ist hier Vorreiter-Veteran. Nochmal hier so. Elite-Streitkolbenkämpfer. Jetzt mal gleich nochmal schauen. Was können wir hier noch verteilen? Rüstungen. Ah, zählt ja auch. Haben wir ja gelernt. Diese ganzen Scheißrüstungen, die sowieso niemanden was bringen.
So. Jetzt halt so. Und nochmal. Nochmal zwei Upgrades. Siehst du. Hier. Geh mal aufs Inventar. Probieren wir das jetzt gerade nochmal kurz. Ah, okay. Sind wir schon jenseits. Aha. Na gut, egal. Dann lassen wir das jetzt mal so. Tavernenbezirk gab es ja nichts mehr. Wunderbar. Dann gehen wir mal kurz. Speichert schon wieder. Dann gehen wir nochmal kurz nach Sibir. Nochmal Truppen mitnehmen. Und dann sollten wir wieder soweit in Ordnung sein. Was unsere Truppenauslastung angeht. So. Schauen wir uns mal an. Tavernenbezirk. Jawohl. Alter, nochmal mehr Truppen. Eieiei. Wie sieht's denn aus? Alter, 224 Leute. Nicht schlecht. Dann nochmal kurz handeln. Na komm. Zack. Was habt ihr denn hier? Nochmal Hartholz. Komm, kaufe ich. Hartholz nehme ich gerne. Hier von meinem restlichen Zeug, da kann ich gerade nichts machen. Hier gibt es auch nicht mehr wirklich was. So. Wird hier nochmal Zeug verkauft, genau. Dann gehen wir ins Inventar. Nochmal kurz die Truppen hochleveln und dann müssen wir sowieso jetzt mal gucken, dass wir weiterkommen. Also. Ah, hier haben wir noch einiges, was mal so... Ah, ist gar nicht mal so viel. 1315. Ah. Komm. Aber immerhin. Für ein Upgrade reicht das noch. Gut. Dann gehen wir. Das wollte recht viel mehr, kriegen wir jetzt eh nicht mehr zusammen. Gehen wir mal hin. Schauen wir mal, wie es mit der Burg Tarkor aussieht. Kriegt ihr die kaputt? Oder müssen wir euch da helfen? Ich glaube, ihr könntet allgemein mal ein bisschen Hilfe brauchen. Kann das sein? Wie viele Verteidiger sind da drin? Ah, wohl. Sind ja nicht mehr viele, soweit ich das sehe. Das, Oder müsst ihr die jetzt ernsthaft aushungern? Ist das jetzt so euer Ding? Ich meine, irgendwie ist das ja auch affig, oder? Komm. Damit das jetzt hier mal ein bisschen schneller geht. Da, was macht ihr denn da? Mein Gott, Euda, sag mal, macht ihr da nichts oder was ist da los? Helft der Armee. Nö, ganz ehrlich, nö, da mischen wir uns jetzt nicht ein. Das ist mir jetzt zu doof. Komm, sagt mir jetzt bitte, dass ihr diese Kackburg endlich einnehmt. Das gibt's jetzt nicht, oder? Dass ihr diese Burg nicht eingenommen habt. Ja, 30 Verteidiger, komm. Das kriegt ihr jetzt wohl hin. Jawohl, meine Fresse. Das ist ja ein Wahnsinn, ey. Es ist ja ein Geschiss mit euch. Oh. Oh, da ist eine größere Truppe. Jetzt wird Gala die Schwarze angegriffen. Was ist da wieder los? Komm. Wir helfen. Wir helfen. Wir sind heute mal sehr hilfsbereit. Und das ist wieder 50-50 tatsächlich. So, der Kuhdieb ist da mit dabei in der Armee. Okay, das ist ja mal ganz cool. Die Enteignete ist auch mit dabei. Das können wir gewinnen. Das können wir gewinnen. Einfach wird es nicht, aber wir können es gewinnen. Oh, das wird jetzt interessant. Wir sind echt ordentlich dabei. Das sind auch immer schön spannende Gefechte, muss ich sagen. Das gefällt gut. So, Jungs. Ich führe gar keinen Trupp an, kann das sein? Hear me! Warriors! Mach mal einen Schildmauer. Form a shield wall! Mach mal bitte eine Schildmauer, jawohl. Warrior Soldiers! Jungs. Hear me! Jungs, geht doch da mal bitte hin. Warriors! Warriors! Alter, meine Truppen gehen doch da sonst. Meine Truppen gehen doch sonst alle, hops. Hear me! Soldiers! Guck mal nach hinten. Move forward! Ja, wir haben jetzt so ein bisschen das Problem, weil wir kein Teil einer offiziellen Armee sind, ne? Hört jetzt mal auf, da gegen meine Truppen rumzutrollen. Was soll denn die Scheiße? Verpisst euch! Lasst jetzt mal meine Soldaten in Ruhe. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Alter, komm, Attacke. Wir müssen das Kavallerie-Battle gewinnen. Alles andere gibt sich. Ah! Verschwindet hier, ihr Lappen. Niemals. Ah! Alter, es passiert so viel gleichzeitig gerade. Ah! Diese drecks-flandianische Kavallerie. Ich hasse es. Warum sind die so stark auf dem Kavallerie-Sektor? Das gibt's einfach nicht. Ja, verpisst euch. Hört auf, meine Schwertschwestern zu schlachten. Ah! Kommt, Jungs. Na, kommt, Jungs. So, wartet mal, Jungs. Geht doch da nach hinten. Geht doch einfach nach hinten. Lasst die in Ruhe. Geht einfach. Geht einfach. Ah, Mann, 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 Mann. Warriors! Ach, Corain hat wen umgebracht. Na, immerhin. Onwards! Forward! Horse Archers! So, die Archers gehen bitte, hier nach hinten. Oder geht's? Ja, geht zu denen. Elgin Archers! Die Horse Archers gehen hier hinten. Move out, Warriors! Get moving! Get moving! Genau, genau. So geht das, so geht das. Hear me! Und ihr... Onwards! Geht mal hier so nach hinten, genau. Macht das. Lasst es gut sein. Ich kümmere mich schon um den Rest. Ich decke euren Rückzug. Ja, ja, lass das gut sein. Horse Archer Warriors! Ja, komm. Shoulder to shoulder! Warriors! Ja, geht jetzt mal da nach hinten. Genau. Beeil dich bitte. Die ganze scheiß Pfeile rumgespickt ihr da. Was soll der Scheiß? Mein Gott, nee. So. Soldiers! Jungs, geht bitte mal da nach hinten. Move! Forward! Genau. Move out! Spart euch den Scheiß. Bones! Die Bogen. Was macht ihr Bogenschützen denn da? Geht doch da nach hinten! Ihr lebt hier eindeutig zu gefährlich. Horsebowman, hear me! Arm Shield! Ja, ja, bitte Schildmauer machen. Soldier! Wo geht ihr denn hin? Warum verpisst ihr euch denn? Warum verpisst ihr euch denn jetzt alle? Na gut, egal. Hauptsache, ihr kommt da schnell und sicher an. Warriors! Ankeline! Alter, ihr latscht jetzt hier über die halbe Map. Wo, for what? Was macht ihr da? Ach so, ihr sucht einfach nach einer besseren Position. Ja gut, okay. Ist als Einwand akzeptiert. Ist als Einwand okay. So, wartet mal. Dann stellt ihr euch mal hier auf. Move out! Warum ist das wieder so eine komische... Move! So ein komischer Mist, Alter. Get moving! So. Warriors! Move out! Genau, stell euch mal so hin. Move in! Die Bogenschützen stellen sich hier dazu. Forward! Archer, Archer, Archer! Get moving! Die berittenen Bogenschützen stellen sich da nach hinten. Horse up! Hear me! Und die Horsemen stellen sich hier an die Flanke. Move out! Onward! Das dürfte das sicherste sein. Gut, Jungs. Ihr macht das schon. Keine Sorge, ihr macht das alles. Ihr werdet das toll machen. Hey, da kommt ein einzelner Sack auf uns zugeritten, sage mal. Aus dem Sattel gehoben, den Sack. Alter, wie dumm ist der denn? Der ist komplett allein auf uns zugeritten. Was ein Trottel. So. Au. Oh, ist das nervtötend, Junge. Das hasse. Hear me! Wall, no! Mach doch eine Mauer, du Dab! Du Dab! Ach komm, da gehe ich mal kurz hier zu den Reitern da drüben hin. Die kriege ich doch zur Not auch alleine hin, oder? Oder was seid ihr hier für Leute?
Besser nicht übertreiben. Komm, komm, komm. Au! Da fängt er an, mich zu pieksen. Das gibt's ja wohl nicht. Komm, dich krieg ich aber noch. Ja, jawohl. Ja, dich krieg ich auch. Und dich. Yes. Sehr gut. Habe ich doch wunderbar alleine hingekriegt. Alter, wie die mit, mich mit diesen Lanzen wie die mir mit diesen Lanzen auf den Nerv gehen, Alter. Das gibt's echt nicht. Leider nicht getroffen, schade. Nee, bleibt, lasst euch nicht provozieren. Bleibt da hinten. Alles gut. Boah, richtig schön rausgeprügelt. Zwei auf einmal, Alter. Ah, wie mir diese Einkreisungstaktik auch so auf den Piss geht, Junge. Yes. Wiedersehen, du Sau. Nee, so trefft ihr mich garantiert nicht. Aber ich treffe euch. So, komm her, komm! Yes! Das war's. Warriors! Engage the enemy! Okay, ich sehe schon, was die Stunde geschlagen hat hier. Ja, auf geht's! Macht sie fertig! Hurra! Na komm, das kriegt ihr hin, Jungs. Das kriegt ihr hin. Nur nicht den Mut verlieren. Da ist doch hier noch ein einzelner... Das gibt's doch nicht. Ein einzelner Armbrustschütze. Frech. Einfach nur frech. So, jawohl. Und rein da. Kommt, kommt. Yes. Oh, richtig schön reingelötet. Oh, da kommen noch mehr Reiter. Scheiße! Ah! Niemals aufgeben! Ah! Und rein! Und nochmal! Und rein da! Und voll gegen den Kopf! Und nochmal gegen den Kopf! Ah, es ist halt echt, mir gehen die Lebenspunkte aus. Das ist das Problem. Ah! Aber ich nehme ein paar, nehme ich noch mit. Ja! Ich nehme euch mit. Und dich nehme ich mit. Und... Scheiße. Dreck. Oh, fuck. Aber trotzdem, wir haben so viele gekillt. Wir haben so viele. Wir haben 29 Kills gemacht. Come on. Das muss jetzt was wert sein. Das waren vor allem Bannerritter. Die wären richtig gefährlich geworden. Ah, der Kuhdieb und die Enteignete leben noch. Ah, richtig runtergekloppt. Na kommt schon, Jungs. Was macht ihr da hinten? Und die Weidenrinde ist eine Stufe aufgestiegen. Wo ist eigentlich die Weidenrinde? Sorry, dass das hier gerade so ein riesen Clusterfuck ist, aber ich versuche zu verstehen, wo was ist. Ja, da kommen wir mal hier mal Geisterview. Aber jetzt kommt die sturgianische Verstärkung. Verstehe. Ja, sehr gut, sehr gut. Und da nützen ihnen nämlich ihre scheiß Reiter überhaupt nichts. Oh, voll, ja, vollo. Okay, das ist jetzt hier die Gegenseite. Ah, da ist wieder Oleg. Und die Enteignete ist auch noch da. Oh, komm schon. Wo reitest du jetzt hin? Was machst du jetzt eigentlich? Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, Jungs. Ja, ja, doch, doch, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wir sind leider völlig dezimiert und wir sind auch zu Boden gegangen, aber komm, es ist egal. Wir schaffen das trotzdem. Der Kuhdieb! Da ist er, der Kuhdieb. Oh, schön. Schön runtergehauen, die Sau. Sehr gut.
Corain, meine Frau ist auch noch da. Komm, zeig, was du kannst. Aua. Du scheinst irgendwie nicht so recht zu wissen, wen du angreifen sollst. Kann das sein? Na komm, Corain. Oh, voll mit der Axt. Eieiei. Sehr gut. Ja, es ist gar nicht so einfach, so vom Pferd aus mit so einer Doppelaxt, sag ich schon, mit einer Zweihand-Axt zu kämpfen. Aber Corain macht das ganz ordentlich. Eieieiei. Alter, das ist ja wirklich ein Last Man Standing, ne? Alter, von meinem Trupp sind so viele verwundet gerade. Es ist echt hart. Was machst du denn da, Corain? Wo läufst du denn eigentlich hin? Ah, wolltest du dich erst ein bisschen erholen, oder was? Ja, obwohl, Erholung gibt's ja nicht in dem Spiel. Sonst würde ich das viel öfter mal einsetzen. Mann, Corain, mit der Zweihand-Axt hättest du jetzt gerade den Banner-Ritter so richtig lang machen können. Eieiei. Aber ich muss echt sagen, die Rüstung sieht echt cool aus an ihr. Also das gefällt mir richtig gut. Sie bräuchte bloß einen anderen Helm, der passt noch nicht so recht zu ihr. Aber trotzdem, der Kriegsfürstenhelm scheint seinen Job ganz gut zu machen. Komm. Ah, der Feind ist fast besiegt. Kommt. Ah, oh. Sturgianische Karawanenwache. Ja, komm dann. Warum lässt du dich denn da... Oh, greif doch an. Ah, das sind meine ganzen galanten Schwertschwestern, die alle noch leben. Alter, wie viele das einfach sind. Aha, ein Elite-Pikinier, natürlich auch von mir angeheuert. Ah, meine Söldner sind da. Na komm, das muss jetzt aber auch gewesen sein. Na? Wie viele sind da noch über? 63 gegen 11, also komm. Ah, das ist einer dieser generischen Recruits. Der muss irgendwie vom Kuhkopf sein oder so. Alter Falter. Oh, das war schmerzhaft. Das war so richtig schmerzhaft. Aber immerhin. Immerhin. Wir haben ordentlich Level abgemacht. Sehr schön. Ja. 12 Kills hat sie gemacht, die Corain. Na, immerhin. Oh Mann, aua. Das hat wehgetan. Das hat richtig wehgetan. Aber gut, wir haben halt wirklich High-Level-Truppen, beziehungsweise gute berittene Truppen ausgeschaltet. Was ist denn nun wieder los? Ach so, jetzt müssen wir hier den ganzen Bums nochmal machen. 13 gegen 62. Na gut, komm, wir entsenden mal Truppen. Ich habe trotzdem wieder einen verloren. Eieieiei. Oleg ist verwundet worden. Der Rest wurde gar nicht jetzt ins Gefecht gezogen, kann das sein? Nee, nicht wirklich. Na gut, egal. Ach, ja, da sind wir gar noch rechtzeitig gekommen. Da hast du allerdings recht. Ja, du kannst gehen, komm. Du auch. Good to see you. Sehr schön, ja. Ja, hier können wir noch rekrutieren. Na, immerhin. Hier gehen wir mal nach Rang. High-Rank-Zeug kommt mit. Der Rest muss leider draußen bleiben. Warte mal, Schwertschwestern? Oh, Schwertschwestern, angeheuerte Elite-Armbrustschütze. Schwertschwester, jetzt warte mal kurz. Haben die ja sonst noch irgendwelche Söldner-Trupps? Ich glaube nicht, gell? Oder? Oder habt ihr noch Söldner gehabt? Nö. Leider nicht, schade. So, warte mal. Ich meine, eine vlandianische Karawanenwache ist eigentlich auch eine Söldnereinheit. Aber gut, jetzt lassen wir das mal. Die anderen da zu behalten, das reicht schon. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und schon wieder eine Armee vernichtet.
Was haben wir hier noch alles für tolles Zeug? Ja, sieht soweit ganz ordentlich aus. Nehmen wir alles mit. Jetzt sind wir natürlich hoffnungslos überladen, aber das ist mir jetzt gerade im Moment ziemlich egal. Muss ich zurück nach 7? Ja, 89. Jetzt wurde die Gala die Schwarze gefangen genommen. Warte mal, Gala die Schwarze? Hat die eine Karawane angeführt oder eine Truppe? Ah, die hat eine Karawane angeführt, glaube ich. Das ist natürlich unangenehm. Wir gehen mal nach Sibir, unsere Wunden lecken. Das hat jetzt schon ziemlich wehgetan. Aua, aua, aua. Echt unangenehm. Aber okay, jetzt gehen wir mal hier zum Handeln erst einmal. Verkaufen wir ein bisschen Zeug, was wir überhaben. Schauen wir hier gerade mal. Hier. Wie sieht's mit Essen aus? Wenn wir nach Typ gehen. So, Essen. Ach du Scheiße, wir haben viel zu viel Essen da mal wieder. Das übliche Problem. Ist ein positives Problem, aber es ist ein Problem. Das macht uns natürlich das Inventar wahnsinnig voll. Käse, Butter, Fleisch. Der Rest passt tatsächlich, soweit ich das sehe, noch. Das ist soweit okay. Dann irgendwelche Pferde. Das ist ja alles ganz, ganz doll. Was habt ihr hier? Habt ihr... Datteln hättet ihr hier noch zum Kaufen. So wie Bier. Bier finde ich immer gut. Bier nehme ich gerne. Dann Hartholz habt ihr keins hier, oder? Gerade? Nö. Nö. Sieht mir nicht danach aus. Dann verkaufen wir hier noch was. Ja, 17.000. Immerhin, immerhin. Zum Tavernenbezirk. Wir holen uns nochmal Karawanenwachen. Wir verkaufen unsere Gefangenen. Beziehungsweise wir warten hier noch ein... Warten wir hier noch ein wenig. Wir müssen uns ja jetzt erstmal erholen. Wir sind ja doch ein bisschen mitgenommen. Aber das war durchaus jetzt wichtig. Alter, und wie viel... Der Söldnervertrag hat sich echt schon rentiert. So. Können wir hier auch 14 Söldner können wir rekrutieren. Ja, sofort, Alter. 14 direkt. Das nehme ich sofort an mich. Das finde ich top. Jetzt gehen wir noch nach Varnovapol. Und Gala, die Schwarze, ist aus dem Gefängnis entkommen. Das ist ja schön. Jetzt wird die Enteignete angegriffen. Und jetzt wird der Kuhdieb auch noch angegriffen. Das gibt's ja nicht. Lass mich raten. Die Armee ist einfach weitergezogen und hat aufs Maul bekommen, oder? Würde ich jetzt mal vermuten. Mann, 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 Mann. So. Jetzt schauen wir mal hier. Habt ihr hier irgendwas? Hartholz. Naja, gut. Von mir aus. Kaufen wir mal Hartholz. Dann Datteln kaufen wir... Sieht's mit Bier aus? Ja, Bier können wir immer brauchen. Ist mit Käse? Nee, Käse passt eigentlich. Butter nehmen wir noch ein bisschen. Ja, so. Dann verkaufen wir hier noch ein bisschen was. Zum Tavernenbezirk. 6-mal Schwertschwestern. Das ist gut, das nehmen wir gerne. Dann, ja, schauen wir mal kurz hier bei der Schmiede. Ah, wir haben uns sogar wieder halbwegs erholt. Immerhin. Würde ich mal sagen, machen wir das jetzt hier mal so. Mein komplettes Holz hier so weit als möglich verarbeiten. Kohle brauchen wir immer ganz, ganz dringend. Oh, wir haben gar kein Hartholz mehr. Okay. So, dann schmelzen wir mal ein hier. Sortieren wir nach Ertrag. Da, komm. Ah, muss die nächste ran. Super. Perfekt. Und, ja, dann würde ich sagen, warten wir hier nochmal ein wenig. Weil wir uns ja erholen müssen, weil auch unsere Verwundeten jetzt langsam mal wieder... Ah, da wurde nochmal der Armee ausgehoben. Nice. Aha. Der Vaterlose wird angegriffen. Was soll denn das bei Seonon? Wo ist denn Seonon? Aha, Burg Vladiv wurde eingenommen. Seonon. Wo? Ach, da drüben ist Seonon. Was macht denn der in Seonon? Hä? Das macht ja gerade so gar keinen Sinn. Aber okay, egal, egal. Seonon, verstehe. Dann zum Tavernenbezirk. Hier gibt es erstmal nichts. Dann gehen wir mal nach Sibir zurück.
Alter, wir verdienen halt richtig gut Geld, ne? Das ist richtig, richtig gut. Gale, die Schwarze ist wieder da. Sehr, sehr schön. Ich würde sagen, die holen wir gleich hier zurück. Achso, ne. Ist gar nicht hier. Die ist im Tavernenbezirk, oder? Ja, komm. Gala, du kommst mit dazu. Wir holen uns nochmal die Karawanenwachen. Das war soweit ganz okay. Gehen wir nochmal zum Handeln. Dann ist der Part auch schon wieder rum. Haben wir schon wieder einiges geschafft. So. Wir bekommen 12.000. Ne, warte mal. Wir setzen das nochmal zurück. Na komm. So. Genau. Haben wir hier noch irgendwas zum Verkaufen? Nein. Hier aber. Komm. Wir verkaufen den Krempel. Hier verkaufen wir noch ein bisschen was. Perfekt. Dann beim Tavernenbezirk haben wir alles verkauft. Super. Würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz zur Schmiede. Wir haben ja nochmal ein bisschen gewartet. Ah, und es sind wieder alle voll. Das ist sehr, sehr gut. Dann verarbeiten wir erst nochmal. So. Dann schmelzen wir hier eine ganze Menge Zeug ein. Zack. Sortieren wir mal nach Ertrag, genau. Hier sowas. Ja, das ist echt ganz ordentlich. So. Das ganze tolle Equip kann man wunderbar einschmelzen hier. So. So. Ah. Weiter können wir gar nicht. Wir können nur noch mal... Einmal können wir noch einschmelzen. Und einmal können wir noch, glaube ich, verarbeiten, oder? Nee, können wir nicht. Können wir nicht, sind wir zu müde. Ist aber kein Problem. So, beim Tavernenbezirk gibt es nichts mehr. Würde ich sagen, was haben wir hier noch beim Trupp? Ah, können wir einen Elite-Ambusschützen uns noch mitnehmen. Das ist doch wunderbar. Dann gehen wir hier nochmal runter nach Varnovapol. Was das Ganze, was den ganzen Krempel angeht, da können wir jetzt erstmal nichts mehr machen. Ja, der Krieg ist jetzt eh verloren. Der Krieg ist verloren. Da ist einfach, da ist nichts mehr zu machen. Aber solange wir hier Geld noch kriegen vom Söldnervertrag, nehmen wir das natürlich noch mit. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, keine schlechte Sache. So, verkaufen wir hier noch ein bisschen was. Wir gehen zum Tavernenbezirk, holen uns nochmal Karawanenwachen. Wir können derweil, ja, ich weiß nicht, im Prinzip. Ja, wir warten jetzt hier noch ein bisschen, bis die Truppen wieder heile sind. Jetzt kriegen wir eh gleich die Meldung. Ja, von mir aus, komm. Ich hätte auch noch kurz warten können, aber egal, komm. Weißt du ja vorher nicht. Gut. Ich kann Trupps erstellen, na immerhin. Ach so, okay. Ja, muss ich jetzt erstmal warten. Wir warten ja noch ein wenig, bis die Leute sich da alle neu formiert haben und so weiter. Dann erstellen wir die Truppen und dann können wir auch direkt weitermachen. Und hier die Schmiede können wir betreten. Ah, da sind wir wieder voll. Sehr schön, sehr schön. Zack. Dann Ertrag. Genau, hier so eine gezackte Streitaxt. Nächster bitte. Ah, haben wir nichts mehr zum Verarbeiten. Müssen wir wieder... Ja, aber den ganzen Krempel da hier entsprechend wieder zu verarbeiten und so weiter, das ist ja durchaus sinnvoll. Können wir alles schön hier einschmelzen. Zack. Dann... Gut. Und dann nochmal hier ein bisschen was verarbeiten. Zack. Oh, und die Kohle ist bald RIP.
Werden wir wieder Hartholz brauchen. Okay, das war's also mit der Kohle. Also, nicht mit der Kohle, aber das war's vor allem mit unserer Ausdauer. Aber egal, soweit immerhin. Können wir hier ein bisschen leveln und wir haben vor allem in der Charakterentwicklung nochmal was. Reitkunst. Berittener Bogenschütze. Nee, komm. Nimm mal das hier. Das passt doch besser. Wir greifen ja eigentlich immer mit der Nahkampfwaffe an. Wenn wir da was machen. So, beim Trupp. Da haben wir nochmal zwei Leute hier zum Rekrutieren. Haben nochmal zwei Gefangene, die wir nachher uns holen können. Dann gehen wir kurz noch weg und nochmal rauf nach Siebe und dann beende ich den Part. Dann sind wir im Grunde wieder gestärkt, wollte ich sagen. Ich wollte ja sagen, erfrischt und neu gestärkt. Ah, der Kuhdieb und so weiter, die sind alle da. Sehr gut. Dann erstellen wir noch schnell die Trupps. Der Vaterlose kriegt einen Trupp. Die Enteignete kriegt einen Trupp. Der Kuhdieb kriegt einen Trupp. Und damit war es das, glaube ich, eh, ne? Ja. Super. Und der Rest bleibt jetzt erstmal meiner Truppe. Ich meine, so viel bringen die Karawanen jetzt auch wieder nicht ein. Das ist soweit okay. Was haben wir hier eigentlich mit unseren Werkstatteinnahmen? Was ist jetzt da? Wir hatten doch mal mehr, oder? Wir hatten doch mal mehr Werkstätten. Warum sind die jetzt weg? Wurden die beschlagnahmt oder so? Aha, okay. Gut, muss ich nochmal sehen. Ich muss nochmal in eine reiche Stadt gehen und dort dann eine Werkstatt kaufen oder so. Aber da wäre ich hier definitiv an der falschen Adresse. Weil die Stadt ist sehr viel, ist aber nicht reich. Und deswegen, na, das passt soweit. Gut, dann würde ich sagen, langt das jetzt eigentlich. Wir speichern mal wieder. Und ich bedanke mich soweit wieder mal fürs Zusehen. Und jetzt schauen wir mal, wohin wir im nächsten Part kommen. Ich meine, für Sturgeon zu arbeiten ist lukrativ. Weil die halt kurz vorm Exitus sind, zahlen die ziemlich gut. Aber, ja, ist halt die Frage, wie lange noch und überhaupt gegen wen es als nächstes geht. Weil im Moment scheinen die keinen Feind zu haben. Aber das muss man mal schauen. In jedem Fall, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Servus und ciao.